Hallöchen. Möchtest du mal anmoderieren? Nee, ich lasse dich. Jetzt darfst du mal. Ich habe nur begrüßt und jetzt darfst du mal. Hier ist der schöne Kai und Svenja. So. Also, neue Woche, neues Thema. Mobilisation für die wichtigen Gelenke, um Schmerzen im Rücken, oberer Rücken, Beinen, was auch immer zu vermeiden. Eine schöne Sache. Grundsätzlich ist es damit nicht getan. Das heißt, der Rückenschmerz verschwindet nicht dadurch, dass ich beispielsweise irgendwo einen Muskel massiere oder aber, dass ich ein gewisses Gelenk mobilisiere. Dadurch ist es oft nicht getan. Stabilität in der neuen Position. Das heißt, wir geben dem Körper eine neue Stabilitätsstrategie an die Hand. Ist oft sehr kompliziert. Es gibt Übungen, die das so ein bisschen unterstützen. Grundsätzlich ist es nicht verkehrt, dem Core, dem Rumpf, Bauchmuskulatur eine gute Stabilität zu geben. Ich möchte euch heute mit der wunderbaren Svenja eine Übung zeigen, die es euch ermöglicht, ohne große Gefahren einzugehen, den Rumpf zu stabilisieren. Es ist eine sehr kleine, einfache Übung, die es aber in sich hat und sehr, sehr effektiv. Es ist eine Antirotationsübung und da geht es darum, dass der Körper es schafft, sich gegen Rotationskräfte in Hüfte, Brustkorb, also mit der Mitte des Körpers zu wehren. Das ist eigentlich die essentielle Aufgabe der Bauchmuskulatur. Bauchmuskulatur, die gerade Bauchmuskulatur, ist eine wunderschöne Muskulatur, wie man auch bestimmt an der Svenja sehen kann, wenn sie jetzt endlich mal top anhätte. Ach, ich hab's dir doch gesagt. Ja, vergiss es. Vor 20 Jahren vielleicht. Und da geht es darum, den Körper zu schützen. Also, gerade Bauchmuskulatur schön, nutze semi-schräge Bauchmuskeln, seitliche Stabilisation, tiefe, innere Muskulatur, viel, viel wichtiger. Liebe Svenja, darf ich dich bitten, einmal runter in den Vierfußstand auf die Matte zu gehen? Also, für euch zu Hause, sucht euch eine weiche Unterlage, Teppich, Matte, was auch immer. Hände schulterbreit aufgesetzt, Fingerspitzen zeigen nach vorn, die Knie sind leicht geöffnet. Der untere Rücken ist neutral, also nicht durchhängen, auch nicht zu weit nach oben. Könntest du mit dem unteren Rücken etwas nach oben kommen, Svenja? Dankeschön. Setz mal bitte die Fußspitzen auf. Okay, im ersten Step hebt ihr jetzt bitte beide Knie ganz leicht von der Matte an. Das heißt, hebt mal bitte beide Knie hoch. Stopp. Das ist euer Werkzeug, mit dem ihr arbeitet. Das heißt, ihr seht hier, die Svenja hat ganz eben nur die Knie angehoben. Und da geht es einfach darum, dass der Abstand dieser beiden Knie zueinander und zur Matte gleich bleibt. Das haltet ihr für mehrere Sekunden. Achtet darauf, dass ihr auch richtig atmet dabei. Hier wird die Svenja definitiv spüren, dass sie auch ihre Atemhilfsmuskulatur benutzen muss. Alles, was den Bauch umspannt, um diese Spannung zu halten. Okay, setz mal wieder ab. Okay. Wenn ihr jetzt sagt, okay, das war schon ganz cool, aber wo war denn da jetzt die Antirotation? Richtig, die war noch nicht dabei. Eine vorbereitende Übung. Wir gehen jetzt erstmal in den Step 1 hinein. Das heißt einfach, die Svenja hebt bitte nochmal beide Knie an. Achtet darauf, dass der untere Rücken relativ neutral ist. Okay, hebt mal an. Und jetzt hebt ihr bitte im Wechsel nur ganz leicht einmal den rechten Fuß minimal anheben. Stopp. 4-5 Sekunden absetzen und die andere Seite anheben und absetzen und die Knie wieder runter. Ihr habt jetzt an der Svenja gesehen, die hat das ganz hervorragend gemacht. Ja, die Mitte war richtig fest, die hat das perfekt gemacht, die Knie haben sich kaum bewegt. Ja. Antirotation, das heißt, die Hüfte wollte zu der Seite hinkippen, wo ihr das Bein angehoben habt. Und sie hat sich durch Atmung und das Anspannen der schrägen und seitlichen Bauchmuskeln dagegen gewehrt. Natürlich habt ihr hier auch Belastung im Lendenwirbelbereich. Ja? Das heißt, der Lendenwirbelbereich stabilisiert hier mit. Jetzt gehen wir mal eine Nummer weiter. Das heißt, jetzt gucken wir mal, inwieweit wir die Svenja belasten können. Du hebst bitte nochmal beide Knie an. Und das Ganze machen wir jetzt mal vorne. Das heißt, ich möchte dich bitten, mal für 3 Sekunden die rechte Hand anzuheben, ganz leicht. Und wieder runter. Und
anheben und wieder runter. Bleib nochmal oben. Film bitte einmal von hinten rüber, dass wir sehen, was da passiert. Okay, nochmal die rechte Hand anheben bitte. Ihr seht jetzt, Svenja muss jetzt nach links shiften, um das auszugleichen. Das solltet ihr so gut wie es geht vermeiden. Ja? Knie auseinander und ihr seht, wie Svenja verlagern muss. Okay, und absetzen. Super. Hat Svenja wirklich richtig gut gemacht. Ist sau anstrengend. Aber das macht ja nichts. Übungen, wie immer, müssen nicht perfekt sein. Ihr müsst nicht alles können. Okay? Svenja, dann gebe ich dir jetzt mal eine ganz kurze Pause. Du darfst einmal aufstehen. Komm, geh schon. Was willst du denn? Lass ihn schiffen. Ach, jetzt, ja. Also, und für diejenigen, die es wirklich knüppeldick machen möchten oder vielleicht diejenigen, die Jüngeren, die sich gerne noch ein bisschen auspowern möchten, das könnt ihr gerne zu Hause machen. Das heißt, ihr geht runter in den Vierfußstand, achtet darauf, dass ihr relativ weit seid. Und dann gibt das Ganze auch diagonal. Das heißt, einfach, ihr hebt. Mit Atmung. Ihr könnt aber auch so durch die ganze Wohnung, der Ehepartner oder Freund oder Freundin fragen natürlich, ob du sie noch alle hast. Aber sehr anspruchsvoll. Achtet darauf, dass eure Handgelenke so ein bisschen aufgewärmt sind. Eine super Übung, die alle wichtigen Muskeln anspricht, die ihr jetzt vielleicht gerade vernachlässigt habt. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen.